Hi Leute, hier ist Trinity. Ich begrüße euch zurück zu Dirt Rally und zu unserer Professional Meisterschaft im Karrieremodus. Wir sind heute wieder unterwegs mit dem Peugeot Evo 2 und es geht nach Wales. Wir haben ja richtig gut was vorgelegt in Deutschland, haben uns da den ersten Platz geholt, sind jetzt in der Gesamtwertung auf Rang 2. Und jetzt geht's hier los mit River Severn Valley. Und Leute, ich werde euch sagen, das wird jetzt ein bisschen kniffliger werden hier in Wales. Zuerst müssen wir gucken, dass wir unser Setup wieder reinholen. Nicht löschen, sondern laden, ganz genau. Ja, und dann geht's los in Wales. Wir werden einigermaßen zurechtkommen mit unserem kleinen da hier, kleiner Gremlin. Denn ich glaube, das wird echt der Hammer hier mit dem Auto. Wenn ich an die ganzen Bodenwellen denke, die uns hier erwarten, müssen wir echt aufpassen, dass wir hier nicht nur in der Gegend rumfliegen. Und da geht's auch schon los. Ich konnte mich gerade noch rüberziehen. Das ist um ein Haar schon schief gegangen. Gut, dass wir hier ein Allrad unterm Hintern haben. Ihr kennt ja vielleicht meinen Ausspruch schon, dass ich Wales liebe. Ich fahre das unheimlich gerne, aber ich beherrsche es nicht gerade wahnsinnig gut. Und ihr seht, dass wir ja jetzt auch schon 6 Sekunden zurückliegen. Rechts 5 innehalten, rechts 6 über 80. Und rechts 5 über Kuppe. Oh nein, 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 nein. Oh. Das kann hier so schnell passieren. Rechts 4 nicht schneiden, in Achtung, rechts 4 lang. Aufstellen, nicht schneiden, 16. Links 6 über Kuppe. Und rechts 5 über vielleicht 4, rechts 6. Ich meine, der Wagen lässt sich fahren, vom Setup her ist er gut eingestellt. Es geht jetzt nur noch darum, das Ding auch zu beherrschen. Und ich glaube, genau das wird hier das Problem sein. Vielleicht müssen wir doch nochmal an den Bremskraftregler rangehen, dass wir die ein bisschen verschieben. Möglicherweise, ich kann es noch nicht genau sagen. Jetzt sind schon 13 Sekunden, Leute. Ey, da müsst ihr euch mal überlegen, wie schnell hier die KI unterwegs ist. Ich meine, es ist ja jetzt nicht so, als würde ich hier im Schneckentempo durch die Gegend fahren. Ich gebe mir schon wirklich ordentlich Mühe und ordentlich Gas und... Ah, Junge, Junge. Nein, 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 nein. Ja, ich konnte nicht einlenken vorwärts, weil wir da schon über der Kuppe hingen. Und das ist auch genau, was ich dann meinte mit dem Pfund, dass wir uns in Deutschland erfahren haben. Mit dem ersten Platz. Denn hier wird das garantiert keiner. Wenn wir es überhaupt aufs Podium schaffen, dann können wir echt froh sein. Wenn ich mir dann überlege, wären wir den 2010er fortgefahren beispielsweise. Den habe ich hier ein bisschen besser unter Kontrolle in Wales. Oh. Echt schwierig hier die Kiste auf Spur zu halten. Ich meine, so eine enorme Wendigkeit ist genauso Segen wie es ein Flug ist. Jetzt liegen wir schon 30 Sekunden hinten. Rechts 6 und rechts 4 Kuppe. In Achtung, rechts 5 und Kuppe vielleicht
Gut, natürlich gibt es auch hier in Wales Strecken, die unterschiedlich schwer sind. Und ich würde die hier jetzt nicht gerade zu den leichtesten zählen. Aber Wales ist insgesamt auch eine andere Kategorie. Ja, und der will er wieder nicht rum. Hätte ich doch die Handbremse mit reinnehmen müssen. Ich meine, und dann kennt man die Strecke mittlerweile ja auch und man fragt sich, wieso lässt der Wagen sich nicht genauso auf Spur fahren wie die anderen? Dann die Handbremse auch nichts mehr, der rutscht einfach immer weiter, der Wagen. Ist einfach extrem wackelig aufgrund der Tatsache meiner Einschätzung nach, dass der so kurz ist auf der Wagen und dadurch neigt der sehr dazu, hier in der Gegend rumzuspringen und ich kann einfach dann ab einer gewissen Geschwindigkeit das Auto nicht mehr vernünftig kontrollieren. Ja, da geht's bergab. Come on, fang mich mal wieder ein hier. Der, ihr habt's gesehen, der ist nur am Durchdrehen, am Rutschen, am Sliden. Da war nichts mehr zu machen. Vielleicht ist es so, dass wir hier tatsächlich aufgrund der Tatsache, dass er eben so gelenkig ist, doch die Differenziale wieder ein bisschen weiter zumachen müssen. Oder können, um hier ein bisschen mehr Stabilität zu gewinnen, denn es kann natürlich daran liegen, dass der jetzt mit offenem Differential dann nochmal an Wendigkeit zugenommen hat und dass es hier einfach auch zu viel ist. Ich werde das mal testen in der dritten Etappe. Wir können ja jetzt in der zweiten nichts umstellen. Der will nicht. Und dann werde ich mal gucken, ob wir da einen Vorteil haben, wenn wir die Differenziale wieder ein bisschen zumachen. Ja, das war jedenfalls echt ein übler Ritt hier in der ersten Etappe. Und da brauchen wir nicht erwarten, besser zu sein als Platz 6. Natürlich sind vorne wieder Morten und Schneider. Wie sollte es anders sein? Wir gehen direkt weiter in die zweite Etappe und ich hoffe, dass wir insgesamt über die gesamte Rallye hinweg uns doch noch ein bisschen verbessern können. Aber es ist natürlich eine schwierige Rallye und was ganz anderes als Monte Carlo und Deutschland. Überhaupt nicht zu vergleichen. Aber wenigstens hält sich der Schaden wahrscheinlich in Grenzen, den wir hier erlitten haben. Ja, der ist sehr schwer zu kontrollieren. Also ich glaube, da müssen wir doch nochmal ein Setup ran. Der ist mir einfach zu instabil hier, der Wagen. Und der schleudert hier zu viel rum. Ich
Ich will den ersten Split gar nicht sehen. Bestimmt schon 10 Sekunden verloren oder so. Come on, come on, come on. Und nochmal 90 Grad. Es ist sogar bloß eine Sekunde. Nein! Ich sag's euch, der ist zu rutschig, der Wagen. Wir müssen was machen. Derart früh einlenken und früh gegenlenken, um hier überhaupt die Spur zu treffen. Das macht die Sache extrem schwierig. Und das ist eigentlich ein Kurs, den man ganz gut fahren kann. Sehr wackelige Angelegenheit, das Ganze. Ich überlege, ob ich nicht sogar das wieder ganz zumache, das Differential. Wie es beim Standard auch gewesen ist. Werden dann vielleicht mehr Schwierigkeiten haben, um die Kurve zu kommen, aber dafür gibt es dann auch noch die Handbremse zur Not. Wenn wir aber dafür mehr Stabilität haben, dann haben wir auf jeden Fall was gewonnen. Und wir haben schon wieder über 20 Sekunden verloren. Auf die gesamte Etappe gesehen. Schauen jetzt hier auch mal in die Wiederholung rein. Damit wir das Ganze auch noch mal ein bisschen von außen analysieren können vielleicht. Aber dass das so ein Eiertanz wird, das habe ich mir schon gedacht. Also, es überrascht mich jetzt nicht, sagen wir es mal so. In links 6 über Wellen. In rechts 4 verläuft über Kuppeln. Ja, der ist einfach immer sehr, sehr schnell mit dem Heck. Links 1,40. Fährt sich da fast wie ein Frontantrieb jetzt schon, was das betrifft. Da müssen wir jetzt wirklich uns das Setup nochmal anschauen. Dass wir das Heck etwas stabiler kriegen. Ja, das war wundervoll. Den habe ich schon öfter mal getroffen, den Pfahl. Aber in letzter Zeit eigentlich nicht mehr. Da kommt er angewackelt. Das ist, was ich meine, ne? Er bricht immer hinten zu schnell aus und das ist einfach nicht nötig. Das macht das Fahren extrem schwierig. Immer wieder muss man gegensteuern und Stabilität reinbringen.
Das geht natürlich unheimlich auf Kosten der Geschwindigkeit und auf Kosten der Zeit. Aber wir kriegen das schon noch in den Griff. Wir sind jetzt hier halt auch das erste Mal auf Schotter unterwegs und nicht mehr auf Asphalt, und da muss man dann die Einstellung eben doch anpassen. Da war es auch wieder haarscharf. Hätten wir fast im Graben gelegen. Haben jetzt hier zumindest keine Strafe kassiert auf dieser Etappe, aber berauschend war es auch nicht. Na gut, dann gucken wir uns das mal an. Wir sind jetzt hier auf dem 5. Rang. Insgesamt auch, also wir konnten einen Platz immerhin gut machen und ja, werden versuchen, uns weiter nach vorne zu arbeiten. Das aber dann in der nächsten Episode, und bis dahin wünsche ich euch alles Gute. Ciao.